Was geht ab, Leute? Ich begrüße euch herzlich zurück zu The Crew 2 mit Ludico und jetzt lehnt euch erstmal zurück und genießt das Spiel. Ja, wir haben, soweit ich das beurteilen kann, alle Disziplinen durch. Und ja, jetzt können wir einfach uns hier ein bisschen, ein bisschen austoben auf der Karte. So. Ich würde nämlich sagen, wir fangen hier unten in Miami an, weil mich das ein bisschen nervt, dass hier immer alles blinkt um mich rum. Ne? Das nervt mich irgendwie. Und deswegen fahren wir jetzt dahin und dann gucken wir mal, dass wir hier so 2, 3, 4, 5 alle Rennen fahren werden. Nein, nicht, was du jetzt denkst. Es sind Monster-Truck-Rennen. Die sind nicht dafür gemacht, nicht im Mindesten. Also sind sie genau das, was Sophia und ihre Freunde wollen. Moment. Sag mir nicht, du bist auch dabei. Na klar bist du. Nun, dann lass dich mal nicht überrollen. Denn genau das werden diese Penner mit dir machen, wenn du nicht aufpasst. Danke für die Warnung. Wir könnten auch den Fiat fahren. Na, jetzt fahren wir mal mit ihm. Moment. Moment. Nee, okay, zu spät. Schaffen wir das noch? Wäre ich mir nicht so sicher. Na, wir hätten es sogar fast geschafft. Machen wir einen Monster Truck Rennen? LOL? Gewinn das Rennen, ich jo. Ich glaube, die Trucks sind nicht auf Tempo ausgelegt, aber das hat mich noch nie gestört. Ja, mach, was du wegkommst, oder? Okay. Ja, gut. Da dachte ich halt einfach mal, ich muss über ihn drüber fahren. Das ist nämlich der direkteste Weg. Deswegen fährt man einfach mal über seine Kontrahenten drüber. Ist nämlich viel einfacher, als das Rennen normal zu fahren. Oh je, Mine. Ai. Und ein Viertel vom Rennen ist schon vorbei. Der Strand ist der Ort, wo sich dieses Rennen entscheidet. Mach dich dafür bereit. Mach dich dafür bereit, Alter. Ich bin ganz hinten, Mann. Kann nur hoffen, dass ihr genug ausgebremst werdet von den ganzen Utensilien, die die Leute hier liegen lassen haben am Strand. Das war doof. Oh, das war doof. Hier wollte ich nicht lang. Ach nö, nö. Wäre ich doch nur weitergefahren. Ja, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ja, und ihr so? Ja, eigentlich kann ich direkt neu starten, oder? 13 Sekunden und das mit Monster Truck. Jo, klar. Der ist auf einem anderen Planeten mittlerweile. Vor allem war ja die Aufgabe, gewinne das Rennen. Also nichts mit Top 3, weil Top 3 wäre ja auch nur, ich muss einen überholen. Wir müssen hier gewinnen. Das kann ich mir abschminken. So, ab geht's, los! 20% noch. Zum Glück ist die Ampel gerade grün geworden, ne? Weil sonst hätte ich da jetzt eindeutig anhalten müssen. Weil ich darf ja da nicht einfach drüber fahren. Ja, also noch 10% Strecke vor uns und so wirklich Gegner sehen tue ich nicht. Also der eine, der fährt ab und zu noch hin und her. Ja, da ist das Ziel.
Vierter. Nix geschafft, Leute. Und noch einmal. Ja, wir fahren direkt nochmal. Wir schaffen das jetzt. Jetzt wird das was. Ich sag's euch. So. Ich höre, die Trucks sind nicht auf Tempo ausgelegt, aber das hat mich noch nie gestört. So, zumindest sind wir jetzt schon mal Zweiter. Und schon wieder genau an der gleichen Stelle und zählt es da irgendwie raus. So. Letztes Mal sind wir über dich drüber gefahren, diesmal fahren wir an dir vorbei. Aber wir haben gelernt. So. Da wäre ja jetzt, also jetzt, ich kann aber ein bisschen talken mit euch hier. Ja, da wir jetzt, warum benutze ich eigentlich ein englisches Wort bei einem ganz normalen Satz? Wo sich dieses Rennen entscheidet, mach dich dafür bereit. Also, während wir hier einfach mit Monster Truck so ein paar Sonnenschirme glatt walzen und so ein Häuschen, wir haben jetzt alle Disziplinen rum. Also ich will auf jeden Fall alle Rennen fahren, die es in dem Game gibt. Das ist euch hoffentlich klar. Also ich möchte das machen. Am liebsten würde ich persönlich das so gestalten, wie LPN05 das zum Beispiel macht. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt verlinken, weil ich seinen Namen gesagt habe. Hier Werbung und so für ihn. Was ich übel feier bei ihm sind, ist einfach, dass er fast jeden... Überschlag dich mit dem Ding nicht. Alter, jetzt erzählt das gerade und dann fahre ich gegen den Baum. Nö, nö, 500, jetzt verpiss dich da, komm schon. Das war jetzt echt ein Krampf, da hinzukommen. Oh Mann. Ja, was ich mega feier ist, dass er eigentlich bei jeder Folge, die er so aufnimmt, also auch bei anderen Spielen, jetzt gerade Forza, dass er einfach andere Autos hat. Dafür ist das Ding gemacht. Dass er einfach andere Autos fährt. Und das feiere ich mega. Und das ist jetzt die Frage an euch. Sollen wir einfach mit unseren Autos, die wir schon haben, die Rennen fahren, die wir jetzt noch offen haben? Oder soll ich auch gucken und muss dann halt teilweise vielleicht ein bisschen offline spielen? Ich hoffe, ich schaffe es noch, diesen blöden 500 da vorne einzuholen. Alter. Ja, ich schneid's euch gleich rein, wenn ich das Spiel gewonnen habe. So, und da habe ich euch wieder zurück reingeschalten. Natürlich easy going hier das Rennen gewonnen, ne? Ist doch klar, Leute, ist doch klar. Ja, wo habe ich letztes Mal aufgehört? Also, was heißt letztes Mal? Vorhin aufgehört. Ja, wollt ihr, dass ich auch versuche, möglichst jedes Rennen... Die Sache ist die, wenn du den ganzen immer unterbrecht ihr mich. Spiele spielst, die wir spielen, halten dich die Leute für ein wenig unreif. Mädchen, nimm's mir nicht übel. Aber sie liegen damit nicht ganz falsch. Ja, okay. Aber auch wenn ich mich nicht ernst nehme, alles andere nehme ich ernst. Ich kann dich jeden Tag in der Woche in Grund und Boden fahren oder fliegen. Und dir am Wochenende Streiche spielen. Streiche? Echt? Wie im Kindergarten. Siehst du, womit ich mich rumschlagen muss? Aber wir schweifen ab. Wir haben große Spielzeuge. Spielen wir doch damit. Ich sag dir, wie es läuft. Wir hacken was Neues aus, testen es, scheitern und versuchen es nochmal. Du willst mehr aus einem Auto rausholen? Bock es auf und sieh, was dabei rauskommt. Das gilt auch für Flugzeug oder Boot. Wurde nicht so der Jetsprint in den USA erfunden? Zwei Typen haben zu viel Intus und wollen mit Booten auf einem Parkplatz rumbrettern. Also nehmen sie eine Schaufel. Wenn du dich in einer Werkzeugkiste auskennst, ist alles gut. Wir sind immer auf ein Spektakel aus. Weißt du warum? Leute wollen Spektakel sehen. Sponsoren zahlen gutes Geld für die Zuschauer, die wir bieten. Und dieses Geld bedeutet, dass die Lichter für uns alle anbleiben. So einfach ist das.
Okay, schön. Also, Leute, wollt ihr sehen, dass ich möglichst jedes Rennen mit anderen, also jede Folge mit neuen Autos fahre, also möglichst viele verschiedene Autos sehen oder einfach die Rennen sehen? Ihr könnt mir da gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann werde ich gucken, dass ich möglichst zeitnah auch darauf eingehen kann. Es könnte halt sein, dass ich dann auch ein bisschen offline mehr spielen muss, weil je nachdem, was für Karren ich halt mir so raussuche, sind die dann auch mal ein bisschen teurer, ne? So. Und jetzt können wir endlich das machen, wovon ich seit Beginn an spreche. Wir fahren einfach ein bisschen durch die Stadt, wir cruisen hier ein bisschen rum und fahren zum nächsten Rennen. Genau. Ohne Kratzer. Mal gucken, was ist das denn? Monster Truck mit einem anderen Spieler durch. Gerade keiner da, Leute. Willkommen in Miami. Heimat einer der größten Street-Racing-Communities überhaupt. Vielleicht, weil man hier praktisch alles für die Straße zulassen kann. Oder vielleicht, weil die Stadt so tickt. So. Dann geht's ab zum Drag Race. Ob ich noch weiß, wie man schaltet, werden wir gleich sehen. ...13.1.33. Alles klar. Das müssen wir unterbieten. Das war die Bremse und nicht Nitro. Ja. Das wird jetzt ein sehr schlechter Run. Da sind die Wurstfinger auf beide Tasten gekommen, Leute. Aber wir haben ja noch zwei Läufe. Ich glaube, ich habe noch nie den Burnout verkackt. Okay, also gerade bin ich extrem schlecht unterwegs, Leute. Richtig mies. War das jetzt noch schlechter als die Runde davor, oder? Jo. Okay. Hä, bin ich zu schlecht? Ich hab's nicht geschafft, das ist mir klar. Hä, aber war ich jetzt einfach... Habe ich einfach ein Rennen jetzt? Bin ich jetzt einfach gefahren, obwohl ich eigentlich gar nicht... die Punkte hab dafür? Versteht ihr, was ich meine? Wahrscheinlich nicht, weil ich von den Quark rede. Nee, wisst ihr doch. Hä? Bin ich doof? Ja, bin ich. Willkommen in Miami. Heimat einer der größten Street Racing Communities überhaupt. Vielleicht, weil man hier praktisch alles für die Straße zulassen kann. Oder vielleicht, weil die Stadt so tickt. So, auf ein neues. Also heute läuft's nicht so. One.
Also jetzt habe ich sehr gut geschalten. Atme tief durch. Hä? Konzentrier dich und hol dir die nächste Runde. Ja. Ich bin perfekt gefahren und bin eine Sekunde langsamer. Hä? Jetzt habe ich mal viel früher Nitro gegeben, ob das jetzt irgendwas hilft. Ne, ich bin langsamer, also wäre langsamer genauso gewesen. Nö. Ja, Leute. Also irgendwie soll es heute nicht sein. Diesmal habe ich sogar einen Gangwechsel verkackt. Okay, ich verstehe es nicht. Ja, scheinbar brauche ich noch, bin ich zu schlecht. Ich brauche noch ein paar, hallo? Ich brauche noch ein bisschen mehr Leistungspunkte oder eine andere Karre. Bin gerade irgendwie zu schlecht mit dem. Es tut mir so sorry, Leute. So, dann würde ich sagen, wir machen hier jetzt nochmal das Street Race zum Ende. Dann habt ihr halt meine Folge gesehen. Ist verdammt wichtig. Wenn du gewinnst, haben sie dich auf dem Schirm. Es ist deine Chance, dir einen echten Namen zu machen. Also lass dir das nicht vermasseln. Ja, dann ist es halt einfach mal ein Rennen, wo ich halt wirklich mies unterwegs bin. Also eine Folge, wo ich halt wirklich nicht so viel reiße. Muss es auch mal geben. Ach, ich habe die Karre ein bisschen umgestellt, Leute. Also man kann die ja so ein bisschen einstellen. Ich habe da jetzt ein bisschen am Handling rumgespielt. Bin ich mal gespannt, ob es jetzt besser ist. Vielleicht habe ich sie auch komplett... Vielleicht habe ich sie auch komplett verhunzt jetzt. Also vielleicht war es nicht gerade die beste Idee zu sagen, wir machen Traktion und ESP komplett aus und machen viel mehr auf die Hinterachse und die Bremsverteilung auch weiter nach hinten. Was ist jetzt passiert? Oh, das sieht verdammt übel aus. Wir müssen helfen. Oh Mann, ganz vorsichtig. Er hat vielleicht innere Verletzungen. Okay, wartet mal. Kann ich nicht. Nö. Okay, am Auto kann ich gerade nichts ändern. Auf einen Krankenwagen zu warten. Er muss schnell ins Krankenhaus. Wir machen das, okay? Wir kümmern uns selbst darum. Vorsichtig, du darfst ihn nicht zu sehr durchschütteln. Aber du darfst auch nicht zu lange ins Krankenhaus brauchen. Was, hat er jetzt irgendwo eine Anzeige, oder was? Wie arg ich ihn durchschüttel? Nee, oder? Nö, ich hab da nichts gesehen. Vorsichtig, vorsichtig. Jetzt laber nicht, Mann.
Genau das Terrain für die Julia. Okay, das kommt uns jetzt wahrscheinlich gerade ein bisschen zugute, dass wir hier ihn zum Krankenhaus fahren müssen. Weil das Setup war echt grottig, was ich da ohne zu testen einfach zusammengeschraubt habe. Aber mit den zwei SUV, das war mir ein bisschen zu eng da. Du bist fast da. Und deswegen müssen wir legal werden. Damit jemand da ist, der helfen kann, falls mal etwas schief geht. Noch schön die Frau im Bikini mitgenommen. Alter! Kurz vorm Krankenhaus haben wir voll gegen den Bordstein geheizt. Alter, die ganze Zeit voll schön gefahren. Jetzt am Ende, ich dachte, ich muss in irgendeine Einfahrt da rein. Geschafft. Klasse gefahren und das für eine gute Sache. Wir haben hier einen Verkehrsunfall. Bereitet die OP vor. Holt sofort die Trage. Wir bringen ihn rein. Keine Sorge, er ist jetzt in guten Händen. Wenigstens haben wir das geschafft. Du musst wissen, die Rivalität besteht nur auf der Straße. Sobald das Rennen vorbei ist, stehen wir alle auf derselben Seite und kümmern uns umeinander. Einer von uns hat ein Problem, die Leute helfen ihm. Sieger, Verlierer, wir gehören alle dazu und wir wissen das. So, Leute. Oh, jetzt hab... Wir hatten da was? Ach, das geht nicht, weil das war vom Audi. So, jetzt ist der mal... Nee, wir haben noch Bremsen und sonst wäre der voll. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf Standardeinstellung, weil ich habe hier irgendwas verhunzt. Okay. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich weiß, wir haben jetzt gar nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich vorhatte. Aber muss auch mal sein. War es halt einfach mal ein schlechtes Rennen. Also, war, ja, bin einfach mal schlecht gefahren jetzt. Seht ihr jetzt mal ein paar Scheißrennen von mir. Ja, und sagt mir wirklich Bescheid, wollt ihr mehr verschiedene Autos sehen oder wollt ihr einfach, dass wir so ein bisschen weitermachen und dann hole ich mir mal wieder ein neues Auto, so wie jetzt mit der Julia. Weil wir haben ja jetzt fast nur die Autos genommen, die wir uns entweder als erstes kaufen mussten. Nee, wir haben eigentlich nur die Autos genommen, die wir uns am ersten kaufen mussten oder die halt schon in diesem Pack dabei waren. Lasst mich wissen, ich habe auf jeden Fall mega Bock weiterzuspielen, weil das Spiel macht mir mega viel Laune. Ich hoffe, dass es noch weiterhin so bleibt. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock, hier so ein bisschen so die einzelnen Städte hier klar zu machen. Ne? Bis zum nächsten Mal, euer Ludico.